Oh. Läuft schon die ganze Zeit, wa? Kann ich gern selber mal hören. Da ist er. Da ist er. Ihr müsst nämlich wissen, ich habe ein neues Headset zum Streamen. Für die Xbox. Und, eventuell hört ihr mich gerade doppelt. Nur Chat. So. Soll ich nur den Stream-Chat an? Oh, look who's not dead yet. So. Was ist denn jetzt voll kacke hier mit dem Chat? Naja, dann muss ich das mal irgendwie anders machen. Mit dem Chat muss ich mal doch irgendwann mal mein Laptop irgendwie hinstellen. Oder so, auf jeden Fall habe ich ein neues Headset. Für die Xbox. Heißt, ich muss es doch mal eiskalt mal ausprobieren. So, ich hoffe, ich sehe den Chat hier. So, und ich habe mir dann so einen kleinen Adapter geholt für meinen Controller. Und der ist ziemlich cool. Da kannst du Headset reinstecken und alles Mögliche mitmachen. Zum Beispiel lauter leise stellen, das Spiel und sowas und mich selber. Und ich hoffe, es ist gut gemischt, weil eventuell kann ich das Spiel noch mal ein bisschen leiser stellen. Oder so. Einfach mal reinschreiben, beziehungsweise ich höre es mir selbst auch noch mal an. Und dazu muss ich mich mal zeitgleich bewegen und auf dem Handy hören. Ne, um wahrscheinlich gut zu sein. So, okay, dann kann ich den Sound hier auf dem Handy wieder ausmachen. So. Und hab den Stream hoffentlich angezeigt. Von daher, alles cool. Ja, ich spiele weiterhin State of Decay 2. Auf der Konsole. Auf der Xbox. Und hab jetzt. Ne, der ist nicht erschöpft. Was muss ich denn? Triff dich mit deinem neuen Nachbarn. Sit beim Haus mit Rutsche. Alles klar. So, ich brauche unbedingt mal hier irgendwann Strom. Oh, wir haben schon Kerzen aufgestellt. Schon ein bisschen kuschelig gemacht hier. Oh, soll ich nicht tun? Ich wollte ein bisschen was aus dem Rucksack hier lassen. Packen mit Nagelfallen. Ich denke mal, das kann ich hier lassen. Den Behälter mit Chemikalien auch. Die Munition behalte ich, weil ich habe ja eine 22er, ne? Ja. Oder? 22er Patronen? Ja. Gut. Das nehme ich auch mit und ich habe immer noch nur einen 6er Rucksack. Noch. Bemerkt, ich habe Teil 1 mal ein bisschen weiter gespielt. So offscreen. War cool. Mal wieder dran gewöhnen, hier mit Y zu öffnen. So. Zombies. Ist jetzt voll geil mit den Kopfhörern und diesem Adapter. Weil, wir machen da so einen Lärm. Oh, ich hab einen Zombie hier am Haus. Mal hier. So. Achso. Komm drauf da! Wo haut er dich mit deinem... Ach, B, B. Oder? Nee. A. Da. X. Wenn wir wieder klarkommen hier. Voll duster! Ich sehe hier nichts. Ihr müsst mich wissen, ich hänge hier voll schuldig auf meinem Sofa. Und sehe gar nichts. Zumindest wenig, wenn ich hier im Dunkeln rumlaufe. Von daher.
Hilfe. Aber egal, ich suche Sid. Triff dich mit deinem neuen Nachbarn Sid. Das hier? Das ist wieder ein Zombie. Mal auf die Karte gucken. Da ist Sid und ist mir auch markiert worden. Sehr schön. Mal gucken. Ach ja, einmal B drücken. Kurz B halten, war schleichen. Genau, so war das. Die Hälfte schon wieder vergessen. Ja. Greifen und X. So. Ledig. Kann ich noch ein bisschen durchsuchen. Mal gucken, was da so drin ist. Echt duster, ne? Ich glaube, ich muss auch Gamma hochmachen. Almost garbage, hat er gesagt. Teil eines Schaltkreises und Ersatzteil. Ja, wir nehmen es halt einfach mal mit. So, und bewegen uns mal zu Sid. Hier hinten das Auto leuchtet auch. Ins Auto würde ich gerne mal reingucken. Vielleicht gibt es da Vorräte. Möchte ich mich jetzt erstmal mitnehmen. Oh, hier, guck mal. Schöne Waffe, Munition, Waffenüberreste. Die bringe ich erstmal zurück. Ich glaube, es wird wieder heller. Ah? Zombie? Naja. Habe ich das schon erwähnt worden? Nee. Ich habe nämlich dank diesen komischen Adapter, den man für die Xbox-Controller kriegt, habe ich jetzt den Spielsound auf den Ohren direkt und muss nicht mehr den Fernseher laut haben, wenn ich dann zocke. Das ist ziemlich cool. Ich hätte sowieso zurück gemusst. Die gehen wir mal rein hier alle. Ja. Mein Machete ist im Arsch. Das war also schon halb kaputt, aber es wird wirklich heller, oder? Wie spät ist denn das eigentlich? Sehe ich hier eine Uhrzeit? Ich sehe hier keine Uhrzeit. Aber ich bin müde, ich müsste mal essen, bald. No way. Hä? Das Essen! Achso, Gesundheit ist voll. Ach, hier, Snack. Ausdauer ist auch voll. Was, Gefühle? Was war das gerade? Von daher, ach ja, genau, und dadurch, dass ich den Sound auf den Ohren habe jetzt, wird das Spiel ein bisschen verstörender für mich, glaube ich. Ja, guck mal, ein Wohnwagen. Zombies, ist das ein roter? Nee. Das Haus mit der Rutsche. Und die kriege ich. Sneaky. Bam. Läuft. Aber eigentlich würde ich gerne meine Kampfskills steigern. Ich. Ah. Hey there. Hallo. Neutral, ein Überlebender. Im Haus? Ah. Gucken. Mal kurz hier nur Chat einstellen. So. Nur Chat eingestellt und jetzt kann es weitergehen. Können wir rein hier immer Taschenabwand machen? Achso, Zombie. Ist das eine? Ist das hier Sid? Oh, der hat einen Zombie hier hinten, ne? Wo denn? Wo denn? Was hat er denn? Ein Zombie. Oh, hier links. Da drin. Hey! Okay, hast du schon selber erledigt. Kann ich machen.
Kannst du uns dabei helfen, etwas Medizin zu finden? Sounds like a plan. Klingt nach einem Plan. Oh, siehst du, hört sich auch gut an. Infestations like this are pretty dangerous. If you need some extra ammunition, I have a few rounds to spare. If you don't clear out infestations now and again, they spread all over. Then they become a serious problem. Okay, alles klar. Habe ich verstanden? Trotzdem hast du ein Zombie im Garten. Ja. Mal das Haus durchsuchen, bevor ich weitergehe. Hier, guck mal. Medikamente schon mal. Und gleich mal zurück. Oh, weiter geht's, schön durchsuchen. Oh, ein neuer Rucksack für mich. Sehr schön. Ein Platz mehr. Oh, cool. Der Rucksack ist auf jeden Fall geil. Und hier ist noch mehr. So, oh, was ist das? Röhre mit Feuerwerk. Ein Feuerwerksbatterie. Achso, zur Aufmerksamkeit für Zombies. Dann wieder eine Sechsertasche. Und Kochbuch. So. You know, man, every day is better than yesterday with you guys around. So war das? Nein. So. Dann 7 Platz, ne? Sicher. Hä? Ausrüsten. Na klar, hier, guck mal. Voll cool. Am besten Rucksack und noch mal ein bisschen. Ja, noch was? Also sprich mit Z. Nein. Lass mal den Zombie in. Oh, da ist noch was. Danach werde ich erstmal den Zombie in. Oh, ich sehe hier nichts. Nichts, nichts. Da. So. Jetzt geblinkt, glaube ich. Da hinten. Noch einen Schrank zum Durchsuchen. Und draußen wird es immerhin schon mal hell. Da hinten steht noch ein Zombie. Nuscht. Okay, können wir die Lampe erstmal ausmachen und bringen die Medikamente zurück, weil die dürfen uns nicht ausgehen. Soweit ich weiß. So, er hat mir schon auf der Karte markiert, wo wir hin müssen. Da ist der Infektionsherd. Da müssen wir hin. Das Haus ist quasi unterwegs. Dann gehe ich erstmal zum Haus. Und den Zombie erledige ich noch da hinten. Ist noch einer. Ein Hirntoter. Oh, fuck. Also, dass ich meinen Schraubendreher noch habe hier. Nicht schlecht. Und mit dem weiterkämpfen wir immerhin. So. Erledigt. Gut, da muss ich auf jeden Fall nochmal zurück. Ich muss erstmal eine Waffe finden. Sonst ist ja kacke. Mal gucken, vielleicht hier erstmal reingucken, ob es hier eine Waffe gibt. Also siehst du, kann ich so einnehmen als Außenposten. Wahrscheinlich ist das ein Munitionslager hier. Pillen, Materialien, Baumaterialien, sehr, sehr wichtig. Ah ja, perfekt. Ausrüsten. Was? Achso, muss ich eine Sache wahrscheinlich abwerfen. Kochbuch nicht, das brauche ich, die Patronen auch nicht. Ein kleiner Rucksack, der kann weg. Ablegen. So, mitnehmen. Dreck und ausrüsten. Perfekt. So, die Machete bringe ich dann auch noch zurück. Ja, hier ist auch noch was. Ich kann X mitnehmen, ich bin voll. So. Ich erstmal in mein Haus zurück. Liefer die Medikamente ab und dann noch den ganzen anderen Scheiß. Dann kannst du weitergehen.
praktisch, dass er direkt um die Ecke wohnt. Echt schön. Ja, komm mal auf. Ressourcen, das weiß ich ja schon. Kenn ich schon. So. Die Machete. Ja, eigentlich lasse ich alles hier. Granate. Rucksack. So, die Schmerzmittel lasse ich auch erstmal hier. Ich denke, ich brauche die erstmal nicht. Dann schon nicht schlecht. Von daher, mal gucken. So. Machen wir uns mal auf zum Infektionsherd, hier der Sid und ich. Muss ja irgendwas bringen. Muss ja Baumaterial, den gab's da oben. Darf ich nicht vergessen, muss ich noch holen. Espresso zubereiten. Sehr cool. Da geht's durch. Okay, we're getting close. If you can, take out the screamer first. Otherwise, it'll just draw more zombies. Alles klar. So, auf jeden Fall den Screamer zuerst töten. Jetzt muss ich ihn erstmal finden. War das? Nein, das ist nicht der Screamer. Ich hoffe, der hängt hier draußen rum. Naja, erstmal muss ich ihn finden. Ah, da hinten. Alles klar, dann wird der Screamer wahrscheinlich hier hinten dran sein. Hoffe ich. Nur normale Zombies, kein Screamer. Achso, er steht da um die Ecke. Hat er mich gesehen? Natürlich. Ich muss hier weg. Man muss den Screamer erledigen. Was ist da drin? Scheiße! Ha! Voll ein so Fresse gekriegt, ey. Ist tot? Auf jeden Fall konnte er noch schreien, scheiße. So. Oh, da kommt noch mehr. Noch mehr? Nein, gut gemacht. Juhu! Einfluss verdient. Gib Einfluss für 5 Befehle aus, alles klar. Gut, ich muss jetzt erstmal hier alles durchsuchen. Ich brauche Medikamente. Ist der Screamer noch da? Ich hoffe nicht. Keine Medikamente. Scheiße, immer ausmachen wieder. Was? Ort nicht sicher? Doch, hier ist safe. Achso, ich muss ja erstmal alles erkunden. Hab ich ja nicht. Was war das? Flaschen. Leere Flaschen.
Medikamente. Da. Rolle mit Feuerwerkskörpern. Gut, habe ich schon mal auf jeden Fall die Medikamente. Ich werde jetzt noch die anderen Räume durchsuchen. Und ich das... Ach, schönen Erfolg. Noch, damit ich das hier noch richtig abschließen kann. That's it. I'm done searching. Und noch mehr Medikamente. Und eine Tablettenpresse. Kann ich selber Medikamente machen, oder? Coast looks clear. Luft ist rein. Was brauche ich denn alles, um jetzt diesen Ort hier einzunehmen? Würde ich gerne für mich als Außenposten beanspruchen. 300. Ha, scheiße. Gut. Gehen wir erstmal zurück. Bring die Medikamente zurück, wie befohlen. Da vorne war ein Auto, glaube ich. Könnte ich theoretisch den Rucksack... Nein, kein Auto. Scheiße. Könnte ich nämlich theoretisch den Rucksack mit reinpacken. Aber nein. Kein Auto. Naja, gut, ist ja auch nicht so weit jetzt, die 100 Meter. Kann man schaffen. Muss auf jeden Fall nochmal dann zurück, da gibt es noch mehr Medikamente. Und ich muss nochmal nach oben, da gibt es Baumaterialien. Ich natürlich auch. Ist hier noch was drin? Mal schon reingucken. Munition, Schraube, habe jetzt ein bisschen mehr Platz. Kann ich immerhin reinwerfen. Wird mal interessieren, ob mein Storage unbegrenzt ist. Ich muss gleich den Charakter wechseln. Mann, das ist im Arsch. Muss ich ausruhen. So. 4 Medikamente. Mal alles weg. Entschuldigung. Ja. Melde dich bei Sid. Sid. Nehm mal an, hier gibt es die Medikamente, die du suchst. Danke. Blood plague. Yeah, I've lost friends to that too. You should know that medicine just delays the inevitable. I'm sorry. No, no, it's okay. We know how to cure it. We just need to keep her alive until we can make the cure. You have a cure for blood plague? Damn. I wish I'd have met you folks a month ago. Some of my friends might still be alive. No, we don't actually have the cure on hand just yet. We need to gather one more ingredient before we can craft it. What do you need? Maybe I can help. Yo, this may sound crazy, but we need tissue samples from plague zombies. We have a few samples from this army lab back at the refugee camp, but the doc says we need more. So, you need plague zombies, huh? I can point you in the right direction. Tank's getting low. Better get some sleep. Er muss sich ausruhen. Gut, dann werde ich erstmal. We really need to have a talk about something. Ja, mache ich. Einen Moment. Ich muss nur einmal ganz kurz den Charakter wechseln. Gemeinschaft. Guck mal hier, der ist voll im Arsch. Aber hier befördert. Level 2 Burger oder 2 Sternchen Burger. So. Kontrolle übernehmen. Hey, hier Sandwich oder was? Sprech mal mit meiner Ärztin. That's good. Now we just find these plague zombies and kill as many as we have to until we get a viable sample. You got it, man. Okay. We're counting on you to get this job done right. Ich hin. Holen wir uns mal eine Probe. So be honest, how am I looking? Nicht so gut.
So, was ist denn das? Da oben? Hier ist eine Heufarm. Wo ist das? Sammler in Sockenpool. Doch, da oben. Was sagt ihr? Soll ich ein Herz? Das ist ein Infektionsherd. Gut. Dann begebe ich mich mal. Oh, hier, guck mal da. Zombie. Es war ein Zombie. Okay. Hier komme ich scheinbar nicht lang. Schade. Ich kann mal außen rumlaufen. So. Behindert. Gut. Ich muss also nur rein. Ist das jetzt die Farm? Bin ich schon so weit? Ja. Guck mal, die haben sogar zwei Autos. So wunderbar. Ach, scheiße. Hat nicht geklappt. Probieren wir es jetzt nochmal. Ganz langsam ranschleichen. Aber ich muss sagen, diese Xbox... Was war das? Diese Xbox Game Pass Funktion, die ist echt cool. Ein bisschen Euro aus, war das so schön. Geile Spiele. So cool. Oh. War heute schön. Oh Gott, ich heute schon schön beim Sport. Also zwei gleich. Noch einer? Ich fall noch was. Boom. Ich habe noch mehr Zombies. Nicht alles. Mal hier rein. Hinten. Noch ein solcher Zombie. Hallo. Was ist denn? Jawoll. Und hier gleich yes, solchen Proben. Yes, sir, there it is. Hm. Kann ich nur die eine nehmen? Kann ich noch mehr nehmen? Brauche ich noch mehr? Nö. Scheinbar nicht. Ort nicht sicher. Also hier ist noch ein Zimmer. Jetzt ist der Ort sicher. Das ist doch schön. Ja, mal gucken, was hier so alles drin ist. Neue Waffe. Schön. Bei ihm bleibe ich aber erstmal mit der Jagd. Hinter mit dem Scharfschützengewehr. Oh, schöne Tasche. Sweet. Ja. Oh, ein 8-Pack Rucksack. Geil. Ich mal ausrüsten. So, perfekt. Haben die zwar unterschiedliche Rucksäcke, aber es ist ja, glaube ich, egal dann. Medizinbuch. Sehr gut. Ein Kochbuch, Medizinbuch und hier gab es auf jeden Fall ein Auto. Habe ich gesehen, als ich mich angeschlichen habe. Okay, doch nicht. Die sehen beide ziemlich kaputt aus. Ein Trecker. Kann ich mit dem Trecker fahren? Vielleicht ein bisschen laut, aber interessiert doch keinen. Ja gut, scheinbar nicht. Kein Auto. Echt schade. Ich bin mit dem Auto dahin gefahren. Naja, aber ich habe jetzt endlich mal eine Seuchenprobe. Kann jetzt mal gucken, was meine Ärztin daraus so zaubern kann. Echt so ein Heilmittel macht. Und ich sehe diese Anzeige da drüber. Ich denke mal, die bedeutet, dass ich infiziert wurde oder halt fast infiziert bin. Also, ach, keine Ahnung. Mein wunderschönes Haus. Ah. Ist so cool.
Ja, das Molotov. Achso, nee, nee. Kann er lernen. Ah, hier kannst du sofort lernen, ja? Ja, mal gucken. Ja. I don't suppose you have some cure in your pocket there. Da. Achso, Seuchenprobe in mein Schließfach legen, alles klar. Mach ich das doch, wir brauchen Licht hier. Scheiße. We now have enough plague samples to make the cure. We should get on that as soon as possible. So. Was? Baue Anlagen und dein Zuhause. Was? Stelle das Heilmittel auf der Krankenstation her. Alles klar. Wird gemacht. Nein, nicht da lang. Hier hin. Ach. Oh Gott. People bad-mouthing the army, calling them cowards. The army I know, the soldiers I served with, they would never just leave people behind. But until we understand what really happened, know that Red Talon is here for you. I suppose that confirms what we suspected about the army. Yo, I have the cure in hand. Time to get you back on your feet. You're still working on that cure, right? I'm kind of dying here. Bin das Heilmittel an Buffy an. I need to get rid of this plague. You're not leaving us, not yet. Oh, I never knew you cared. Ich habe das Heilmittel für die Seuche hergestellt. Ist das nicht geil? All right, guys, I'm ready to get back in the game. Nice. Killing plague zeds out there. I came over to talk to you about getting rid of them for good. Okay. Ich habe hier, guck mal, Pillenpresse gebaut. Läuft. Wenn ich jetzt hier medizinische Hilfe sehe, die Möglichkeiten ein, okay, bla bla bla. Den Blutzeug stabilisieren. Sprich mit Sid in meiner Basis, alles klar. Wo ist denn Sid? Draußen. Sid ist draußen, hier. Da. So, solchen Zombies wandern nicht ziellos herum. Sie scharen sich um solchen Herzen. Aber wenn du das Herz zerstörst, bist auch die Zombies im Gebiet los. Okay, bringen wir ihn um. Wir können nicht mit so vielen solchen Zombies in unserer Nähe leben. I've been collecting some items for just this occasion. Feel free to take some. Smart thinking. Okay. Killing the plague heart instantly wipes out all the infected Zeds nearby. No idea why, but I'm not gonna argue. Going after a plague heart like this reminds me of my old team. Damn, I miss those guys. Solchen Herzen. We had plans to make a real difference. Something much bigger than our little group. It would have been our legacy. But things didn't work out so well. And now I'm the only one left. Oh, really? Damn. Gut. Also Sprengwaffen und Schusswaffen sind gut gegen solchen Herzen. Was ist denn das Seuchenherz? Da hinten am Arsch der Welt. Ist das hier ein Seuchenherz? Ja, ne? Oh, mein Ohr juckt. So. Okay, dann nehme ich aber mein Auto. Ohne Auto wandere ich da nicht hin. Kaputt oder nicht? Ja. Der ist hin. Das Auto, Benzin ist ja noch genug drin. Ha! Und das ist eine geile Winde oder was? Oh, hier einmal kurz aussteigen. Zombies töten. Kampfkills steigern, meine ich.
Und noch mehr? Nein. Wo fahre ich denn hin? Hier durch die Pampa oder was? Ja, ich fahre vollkommen falsch. Runter. Oh, Straßensperre. Komm ich da überhaupt durch mit dem Auto? Wenn ich hier rumfahre vielleicht. Das könnte helfen. Ja. Speedlimit 30 Meilen. Okay, da vorne ist definitiv Schluss mit dem Auto. Da komme ich nicht durch. Ich hab kaputt meine Karre. Ohne neue. Ich komm drum rum. X. I cannot keep this up. Keine Ausdauer. Mit dem muss ich erstmal den scheiß Helm abschlagen. Meine Fresse. So. Puh. Oh, futtern. So. Running low on that. So, gibt's hier irgendwas? Hier irgendwas mitnehmen? Da hängt noch einer rum so ein bisschen. Oh, da hängt noch sowas. Und ich kann das hier als Außenposten nehmen. Habe ich 320. Ey, ich nutze Munitionsaußenposten. Hey Base, I just finished a new outpost. And I gotta tell you, it's looking good. So. Mission. Ein Paket mit Militärwaffen, das ist schon mal cool. Eine höhere Feuerrate. Ich bleib bei meiner schönen PPK. Oh, haben wir auf jeden Fall schon mal, schönen Außenposten noch eingenommen. Hallo euch. It's infected. So. Keine. Keine Seuchenprobe. Kann ich keine einfach so rausnehmen? Scheiße. Naja, gut. Ja, genau, stimmt. Ich kann die Munitionsjacke ja, die Waffen ja mitnehmen. Ganz vergessen. So. Mit einpacken. Ich packe einfach alles ins Auto. Nachher. Dann ist das schon okay. Kann ich die Sachen mitnehmen. Ich darf nur nicht vergessen, mein Auto mitzunehmen. So. Einlagern, läuft. Einlagern, einlagern. Und einlagern. Habe ich auf jeden Fall immer irgendwas dabei noch. Ist mir nicht schlecht. Außenposten. Und ich kann am Außenposten Dings, den Charakter jederzeit wechseln. Ist auch cool. Alter, sind das hier viele Zombies. Das sind echt. We're getting close. You can tell by the red haze. And the plague set, of course. Sind nah am Seuchenherd, sagt er. Vielleicht gehe ich von hier aus mal zu Fuß. Hier sind echt viele Plague-Zombies, wa? Ja, da ist der Seuchenherd.
Und ich probier's mal mit ein wenig Schleichen. I don't know this town. Better watch your step. So. Und die nehmen wir mit. Voll viele. Da hinten, der könnte mich auch sehen. Ich würde den hier gerne killen, bevor ich reingehe. Ich schaffe es ja, mich drum rumzuschleichen. Natürlich nicht schlecht. Jawoll. Okay, ach so, nicht alle Plague-Zombies lassen Seuchenproben fallen. Okay, gut zu wissen. Also Seuchenproben lade ich auf jeden Fall. Ich habe noch ein Seuchenherz. Noch eins. Reicht das eine nicht? Was? Oh, da hinten. Ich weiß nicht, ob die alle angeschissen kommen, wenn ich das Seuchenherz angreife. Ist das spannend. Oh, das sind zwei. Einen kann ich sofort töten, den anderen muss ich hauen. Drin sehe ich keine. Ja, vielleicht habe ich auch beide. Das wäre natürlich cool. Okay, beide schaffe ich nicht. Doch, 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 ich schaffe beide. Hier geblieben. Alter, was macht denn der? Junge, ey. Was ist das, agiler Zombie? Hopp. Den schnapp ich mir. Viele. Gut, dann gehe ich mal rein. Und hoffe, dass mich nicht alle Zombies aus der Region hier angreifen jetzt. Ein bisschen scheiße. Are burning. Was? Was, seine Augen brennen? Dich habe ich so. Und dich muss ich umhauen. Ausweichen. Was, der braucht noch einen Treffer. Fuck. Mann. Ich kann mich von denen nicht so oft treffen lassen. Hat er? Oh ja. You want something? Yo, want a trade? No, that sounds about right. Dosenbombe? Kriegst du viel Einfluss, scheiße. Na gut, dann müssen wir es halt so machen. Echt alle, ja? Küche, ja. Maler Zombie? Kommt schon wieder ein Brechenherz Zombie? Ja klar, wenn man ballert oder sowas, dann... Dann muss ich näher ran. Wenn ich genug Einfluss im Halt. Oh man, this is barely working at all. Oh, guck mal, es klappt. Nee, meine Augen. Jetzt genug Einfluss für die scheiß Bombe hier. I'm hoping to make a trade. Interested? Sounds like a plan. Nein, immer noch nicht. Aber nur eine solche Probe, das war schon mal nicht schlecht. Gucken, ob ich hier irgendwas finde.
Kann ja wahr sein. Zombie, kümmere dich um ihn. Und was habe ich gefunden? Ist gerade noch nicht was, aber... Oh, gut. Schön. Danke. Noch ran geht nicht. Wenn, dann muss ich halt zurück zum Auto. Das ist halt scheiße. Ich hätte die Waffe gleich mitnehmen sollen. Habe ich noch im Inventar? Was habe ich hier gekriegt? Energy Drink. Okay, im Inventar habe ich nichts. Dann muss ich leider zum Auto. Ich muss die Waffe holen. Piece of shit. Ja, toll. Meine Waffe ist auch bald im Arsch. Ich glaube, ich habe auf der Straße geparkt. Und eine Werkstatt, alles klar. Da kann ich die Waffen reparieren. Da ist es doch schon. Wunderbar, was gibt's hier drin eigentlich? Ich hoffe, es wird nicht dunkel. Okay, nichts. Vielen Dank. Außerdem schreitet die Infektion, glaube ich, bei mir voran. Schon scheiße. Nein! Nicht ins Auto. Aus. Aus, Mann. So. Das brauche ich und das brauche ich. Läuft. Vielen Dank. Ausgerüstet. Nochmal rein. Ich hoffe, ich kriege das Ding jetzt kaputt. Anyone listening? We've got goods to trade. Ja, das ist schön. Ich muss erstmal den solchen Herd zerstören. Und schön dicke, fette Einflusspunkte und dann können wir mal gucken, was wir machen. Weil, wenn ich nah rangehe, geht ja nicht. Es brennt ja hier alles in den Augen und so. Oh. Ja. Fuck yeah, it's hurting. Don't let up. Wow, was war das? Scheiße. Ist die nochmal drauf, ey? Sieht viel aus, ne? Jawohl. Und 5 Proben, Alter. Super geil. Solche auslöschen. Du wirst auf mehrere solchen Herzen stoßen, die in deinem Territorium verteilt sind. Um sicher zu sein, musst du sie alle finden und zerstören. Jedes Herz, das du tötest, macht die anderen stärker. Als würden sie sich auf dich vorbereiten. Okay. War echt viel Munition gefressen, das Ding. Ich glaube, so eine Rohrbombe wäre schon besser. Also viel, viel besser. Naja, erstmal hier alles absuchen und nochmal zurück. Kehre nach Hause, jo. Cobwebs. Oh, thanks. Nichts. Einen Raum gibt's hier noch. Not a zombie inside. Was? Kein Zombie in Sicht. Das ist schön. Ist hier blinkt? Nee. Clean this place out good. Nichts Brauchbares, sagt er. Okay. Schön, ich habe meinen ersten solchen Herd zerstört. Hast du die ganze Munition noch im Ort? Be careful who you tell about that cure you have.
Some people out here might try to take it from you. Okay. Ein Infektionsherd hier auch. Wenn wir gerade hier sind, können wir uns auch noch drum kümmern, oder? Naja, meine Waffe ist fast im Arsch. Ich fahre erstmal zurück. Nicht, dass ich hier noch drauf gehe. Obwohl. Ach scheiße, wir kümmern uns jetzt um den Infektionsherd. Mal hier. Achso, geht auch nur einer rein, oder was? So scheiße. Ja. Kofferraum. Okay. Fahren wir erstmal zurück. Ich habe hier schöne Sachen. Von daher. Kränklich. Also ich kann nicht aus meinem Außenposten heraus hier irgendwas machen. Nee, was? Nee. Muss ich zurückfahren. Okay. Eastman Heights. Blood. Not to get mushy or anything, but we do appreciate your hard work. Gerne. Ups. Ich fahre hier echt alles um, was man umfahren kann. So. Mal raus. Den ersten Rucksack abgeben und dann den zweiten noch. Ha, I'm back. We should chat. Alle fröhlich hier. Schön. So. All in a day's work. Hol ich noch den Rest. Das auch noch rein. So. Munition haben wir auch. Ein Schließfach zugreifen. Den 7,25. Hier kann ich das ausrüsten. Und ja, würde ich schon gern drin lassen. Was? Zombies! Nein! Die wollte ich eigentlich behalten. So. Sprich mit Sid über seine Zukunft. Erstmal sind draußen Zombies. Wir ballerten da rum! Wer ist denn irgendwo ein Ballert hier? Behindert? Kannst du ballern? So. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich hier draußen allein sterbe. Aber euer Tatendrang gibt mir Hoffnung. Es wäre mir eine Ehre, eurer Mannschaft beizutreten. Ja, holen wir uns erstmal ein paar Infos über ihn. Ah, was kann er denn schönes? Cardio, Geistesgegenwart, Kämpfen, Versorgung. Eigenschaften weiß ich nicht. Ja, nehmen wir ihn auf. Give us some time. You're gonna like it here. As my first contribution to the team, I advise you to start thinking about the long term. With the right leadership, this group could be something special. Oh, one more thing. My last community had these special radios that could also send text messages. Ha! Somebody came through a while back passing them out. You should have them now. It's what my friends would have wanted. Goodbye. Ansehen und Führerschaft. Wenn deine Leute eine Aufgabe erfüllen, verdienen sie Ansehen in der Gemeinschaft. Überlebende mit hohem Ansehen werden zu Helden und verleihen der Gruppe Boni. Jeder Held kann befördert und zum Anführer der Gemeinschaft werden. Okay, alles klar. Cool. Kann ich mal unten machen? Ich wechsle auf jeden Fall wieder. Also wenn der andere wieder fit ist. Wechsle ich.
Burger. Oh, hier, guck mal. Ryan ist wieder fit. Muss ich den jetzt in die Krankenstation geben? Gesundheitsanzeigen. Aktiver Militär? Ne, eigentlich nicht. Aber ich kann mir jetzt angucken, was er macht, ne? Kassierer und hat drinnen überlebt. Hier. Oh, den nehmen wir jetzt auch wieder. Kontrolle übernehmen. So. Sehr schön. Bau einen Außenposten. Bauanlagen, um dein Zuhause zu erweitern. Alles klar. Bauen wir erstmal irgendwas, um mein Zuhause zu erweitern. Werkstatt. Küche? Küche fehlt. Eine Werkstatt. Ich brauche eine Werkstatt. Ich brauche auf jeden Fall eine Werkstatt. Krankenstation habe ich schon. Brennerei. Ein Garten. Oh, hier für Nahrung ist ganz gut. Garten oder? Moral. Kampf. Kampfstudio, okay. Schießanlage. Schießen trainieren, okay. Latrine. Vielleicht auch nicht schlecht. Generator. Oh, ein Generator. If I say I'm feeling hopeful, would that jinx us? Klar. Ich brauche erstmal einen Garten. Nee, kann ich gar nicht. Fehlt mir. Oh, ich weiß aber, wo ich Baumaterialien kriege. Ich würde mich gerne einen Garten bauen. Dazu gehe ich in Sitz altes Haus. Hier, ne? Jo. Erstmal zu Sid. Ich glaube schon wieder falsch. Ich gehe dort lang, weil ich genau weiß, dass bei Sids Haus eben noch dieser eine Rucksack war. Einfach nur mal gucken. Erledigt? Erledigt. Fuck, man. A screamer. Was? Wo? Ah, hier muss ich erledigen. Den da rechts auch noch im Auge behalten. So. Er ist auf jeden Fall hin. Ups, Entschuldigung. So. Ja, solche und. Kann mich bei Geistesgegenwart spezialisieren? Spezialisieren. Einfallsreichtum erhöht Tragkapazität, insbesondere für Verbrauchsgegenstände. Und schnellere Schweifen, leisere Interaktion, wird sich mal vergehen. Ne, nimm ich hier. Einfallsreichtum, kann ich mir schleppen. Und ein Inventarslot, jawoll. Und ein Verbrauchsgegenstandstapel. Wuhu! Das war schon mal cool. Hier jetzt eigentlich wieder Zombies? Okay, bueno, ja. Empty. Ja, bueno. So, ich weiß nicht mehr, wo das war. Was hier? Muss ja eigentlich noch blitzen. Are you reading me, hon? Klar. We found a place that might have what we need. Hier war das doch, oder nicht? Ah, ich bin eingesammelt, wa? Oder? Ja. Hab ich garantiert schon eingesammelt. So eine Scheiße.
Das ist mein Außenposten. Ach, ich habe einen Außenposten. Dann gehe ich erstmal wieder zurück und mal gucken, wo ich dann hingehe. Scheiße, Standman. Wenn es auch schon wieder dunkel wird. Auf jeden Fall muss ich demnächst wieder in der Stadt ein bisschen plündern gehen. Nur ein paar Ressourcen besorgen. Auf jeden Fall Nahrung. Nahrung brauche ich. Obwohl, eigentlich wäre mir das Baumaterialzeugs lieber. Oder wichtiger, besser gesagt. Damit ich einen Garten bauen kann. Auch wenn ich jetzt noch keinen habe, der Gärtner ist. Beseitige Infektionsherde und die Moral. Bayer bauen Außenposten. Ja, schon, muss ich erstmal wieder was machen. Okay. So, wieder Duster hier. So. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss. Ihr könnt natürlich die einzelnen Folgen gibt es auch bei YouTube. Ich lasse das von Twitch einfach mal ein bisschen stückeln. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, ich weiß. So. Und von daher, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, followt mir hier auf Twitch. Würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Stream. Ich weiß noch nicht wann. Ich müsste mir mal angewöhnen, feste Streamzeiten zu machen.